Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute habe ich mich inspirieren lassen vom lieben Tim vom Kanal GLP. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Ich dachte mir nämlich, dass, weil du deine Zuschauer gefragt hattest, ob sie dir mal zeigen können, was sie so für 5 Dinge an einem Tag benutzen und jedes Mal dabei haben. Yo, lass es doch einfach mal machen. Ich habe jetzt eh Zeit. Was gibt's Besseres, als es dir als Videoform zu zeigen? Und ja, habe ich mir halt gedacht, da ich ja eh YouTube nebenbei mache, dass ich dir das hier zeige, was ich jeden Tag eben benutze. Und das sind meine 5 Daily Driver oder wie du es genannt hast, Everyday Carry. Und ich dachte mir einfach, ich mache auch so ein Video und zeige dir damit, was ich so täglich benutze. Und ja, vielleicht interessiert es dich ja, wir haben nämlich viele Gemeinsamkeiten. 4 von 5 Dingen haben wir nämlich gemeinsam, aber das siehst du ja gleich. Ich habe versucht, eine zweite Kamera aufzubauen, aber dazu gleich alles. Zeige jetzt grundlegend einfach, was ich für 5 Dinge immer dabei habe, egal ob ich in der Schule bin, ob ich arbeiten bin, ob ich laufen bin, was weiß ich. Die Sachen habe ich immer dabei und ja, die stelle ich euch jetzt vor. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr jeden Tag so benutzt. Aber ich würde sagen, wir fangen jetzt an und zwar mit der ersten Sache. Das ist nämlich direkt mein iPhone 7 und zwar mein Daily Driver, benutze ich jeden Tag, sieht auch dementsprechend aus, hat eventuell da und da mal ein paar Kratzer oder vielleicht auch Risse. Ja, aber ich bin grundlegend damit zufrieden. Ich habe das jetzt circa seit einem Jahr und ja, es ist mir halt einmal extrem unglücklich runtergefallen, obwohl ich eine Panzerglasfolie hatte. Es kann mal passieren, ich will das Display jetzt auch langsam mal wieder auswechseln lassen, weil das fuckt mich auch extrem ab, aber... ja, so ist es halt. Das ist mein Daily Driver. Er läuft auch super. Performance-technisch gibt es ab da und da mal einen Ruckler. Vor allem bei, wenn man ganz, ganz viele Apps im Hintergrund offen hat und dann zum Beispiel Snapchat öffnet, dann dauert es halt 1-2 Sekunden, bis es dann mal lädt. Aber das ist, glaube ich, auch normal, weil das ist auch nicht mehr das neueste Handy. Und ja, für mich reicht's. Ich habe mir das für 400 Euro oder so gekauft. Das war da schon relativ alt. Aber ich brauche jetzt nicht das neueste Handy. Mir reicht sowas. Kommen wir zu meinem nächsten Apple-Gerät. Und zwar ist es diese Apple Watch. Diese benutze ich auch jeden Tag, entweder als Schrittzähler, mal nebenbei, um die Notifications einfach abzurufen. Ist mir das extrem wichtig, die schnellsten Nachrichten darüber zu bekommen, weil dann muss ich nicht jedes Mal wieder in die Hosentasche reingreifen, das Handy rausholen. Ich kann einfach auf die Uhr gucken und es ist einfach praktisch. Wen es interessiert, ich habe die Apple Watch Series 4, seitdem ich sie habe, unersetzbar. Und ja, du hattest ja auch gesagt, du benutzt sie jeden Tag, ich auch. Kann man auch schon sehen, 1-2 Kratzer sind auch schon drin. Das kommt aber einfach auch durchs Arbeiten. Da kommen halt, ich komme ab und zu mal gegen ein paar Gegenstände, aber wild ist das jetzt nicht und lässt sich noch echt schön anschauen. Ich habe auch das Classic Band. Ja, wenn ihr dazu ein extra Video haben wollt, könnt ihr es gerne haben. Dann mache ich eigentlich gerne eins. Aber wie gesagt, das ist mein Daily Driver Nummer 2. Denk mal, wie viele es mitbekommen hatten. Ich habe jetzt auch ein Auto seit meinem 18. Geburtstag. Und deswegen ist ein Daily Driver mein Schlüssel. Hier noch schön Old Style. Ich habe auch keine Zentralverriegelung, sondern ich habe ein schönes alte System von VW mit dem normalen Schlüssel. Und das reicht mir auch komplett aus mit dem Cottbus-Anhänger. Und dadurch, dass ich eh entweder in der Schule bin, da brauche ich den Schlüssel. Ich bin arbeiten, da brauche ich den Schlüssel, weil ich halt Auto fahre. Und außer halt beim Joggen oder so. Aber sonst habe ich es auch immer dabei. Und es ist ein Daily Driver für mich. Und normalerweise hängt ja auch noch mein Haustürschlüssel dran, also noch ein Schlüssel, ein weiterer Schlüssel, weil ich mag es auch nicht, wenn ich so einen riesen Schlüsselbund in der Tasche habe. Ich habe den jetzt mal abgemacht, damit das ein bisschen einfacher hier aussieht. Und das ist mein nächster Daily Driver, beziehungsweise Everyday Carry Bestandteil. Kommen wir mal zum nächsten Teil, und zwar meine Brieftasche. Ganz normale Brieftasche, die ist auch extrem dick und wie man hört, da ist auch ein Haufen Kleingeld drin, ne? Und leider haben wir dieses Kleingeld immer noch, wie du auch schon gesagt hattest. Und ich habe halt hier normale Sachen drin, wie meine Gesundheitskarte, Mitgliedskarte von meinem Lieblingsverein, Energie Cottbus, und Schülerausweis. Ich gehe noch zur Schule, Abitur und so weiter. Meine Sparkassenkarte, mein Personalausweis, mein Führerschein. Solche Sachen sind halt hier mit drin. Und halt, wie gesagt, Kleingeld und so kleinere Sachen, wie zum Beispiel das letzte Mal, wo ich im Stadion war. Leider geht das ja momentan nicht, aber... ja, das sind halt so Sachen, die ich immer dabei habe und deswegen immer dabei, allein schon wegen dem Personalausweis, falls man mal angehalten wird oder den Führerschein oder was weiß ich, habe ich immer dabei. Und ja, das ist der nächste Daily Driver für mich, den ich auch extrem brauche, aber ich will demnächst umsteigen. Und zwar kennen vielleicht viele von euch den iClip, das ist so eine Brieftasche,
beziehungsweise so, da kann man halt Karten reinstecken und Geldscheine und halt kein Kleingeld. Und die sind halt viel kleiner und besser zu mitnehmen. Da überlege ich mir momentan, ob ich mir auch so einen holen sollte. Und eventuell seht ihr ja bald ein Video darüber. So, diese vier Dinge waren grundlegend gleich mit Tim seinen Daily Drivern. Er hatte auch eine Apple Watch Series 1, eine Brieftasche, Schlüssel und halt ein Handy. Und jetzt kommt der Unterschied, und zwar ist er ja bei der Freiwilligen Feuerwehr und hat diesen Sender als fünfte Sache angegeben. Aber ich habe hier meine Kopfhörer, und zwar die Havit G1. Das sind ähnliche Kopfhörer wie die Apple AirPods. Das sind nämlich auch so kabellose Kopfhörer. Die sind auch extrem gut meiner Meinung nach. Lassen sich komfortabel mitnehmen mit einem Ladecase und auch mal einfach beim Joggen oder so habe ich die immer dabei. Vielleicht das Ladecase nicht, aber die Kopfhörer. Oder halt in der Schule mal, wenn wir eine Freistunde haben. Beim Arbeiten jetzt nicht unbedingt, aber sonst habe ich das eigentlich auch immer dabei. Entweder im Auto oder eben, wenn ich irgendwo rumlaufe, wenn mir mal irgendwann langweilig ist mit dem Hund oder so, dann ist es auch ein Daily Driver für mich. Und ja, lassen Sie auf jeden Fall gut mitnehmen, haben einen guten Sound. Und für 50 Euro habe ich da, glaube ich, nichts falsch gemacht. Ein guter Ersatz für die Apple AirPods. Ja, das sind meine 5 Daily Driver. Habt ihr auch Ähnlichkeiten. Ich denke mal, viele Ähnlichkeiten mit Brieftasche, Handy und so weiter. Aber schreibt eure 5, wie gesagt, mal in die Kommentare. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dem Video ein Like gebt und ein Abo. Und guckt auf jeden Fall beim lieben Tim vorbei. Denn er hat es verdient, noch mehr Abos zu bekommen, weil er macht echt gute Videos. Und ja, wir hoffen euch ja damit generell in dieser Zeit, jetzt hier in der Corona-Zeit, mit unseren Videos ein bisschen zu unterhalten, damit es vielleicht nicht zu langweilig wird. Und ja, vielleicht können wir eure Zeit ein bisschen verbessern, indem ihr unsere Videos guckt. Und ja, wie gesagt, es kommt demnächst auch ein Video, was generell um diese Zeit jetzt handeln sollte. Ein kleiner Aufruf, aber dazu später mehr. Und ich würde sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal, macht's gut und tschüss. We'll be right back.